Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen Orakel am 29. Januar 2019. Heute ist Portaltag. Diesbezüglich habe ich eine Aufnahme gemacht und das erscheint in meinem anderen Kanal und das heißt Dendera Susanna Medici und dort habe ich schon veröffentlicht die Portaltag nach Maya-Kalender. Und jetzt zu diesen drei Fragezeichen. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, wie vermittelt das? Wir schauen als erstes seinen Gedanken an. Die Zahl 7 bedeutet Chancen, Möglichkeiten. Und so denkt er auch. Die Zahl 7 steht in einer engen Verbindung zum Mondenergie. Und das bedeutet die Gefühle, die Sehnsüchte, die Träume und Fantasie. Und das, was ihn gerade beschäftigt. Entweder ein Tagestraum und fantasiert sich etwas, aber das ist schön, es ist ein schönes Bild. Oder hat er über euch geträumt und er setzt euch in Wolken und betrachtet euch als eine schöne Frau, wie eine Königin. Und das entspricht seinen Sehnsüchten, seinen Träumen. Und das ist ihm bewusst. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Er ist ziemlich sicher, dass er Glück hat. Und hier erscheint Fortuna und verteilt dieses Glück. Und die Zahl 4 zeigt die Sicherheit und Stabilität. Und das entspricht seinem Gefühlzustand. Wie vermittelt das? Wie kommt das bei euch an? Das ist ein Kampf. Aber ihr habt hier Sieg. Vor allem erscheint wieder die Zahl 7 und das sind doch die Chancen und Möglichkeiten. Aber was müsst ihr bekämpfen? Entweder war vor kurzem ein Streit oder war ein Missverständnis und das sollt ihr hinter euch lassen, einfach vergessen, ist nicht so wichtig. Oder dieser Kampf bedeutet den inneren Kampf. Weil die Verlustangst meldet sich und das sollt ihr bewältigen und auch nicht zweifeln, weil diese Botschaft wird kommen und hier sind die Möglichkeiten und er ist ziemlich sicher. Die vierte Karte zeigt eine zusätzliche Botschaft und die Thema ist dasselbe, was die anderen Karten auch vermitteln. Das sind nämlich die Möglichkeiten zusammen zu sein, die Möglichkeiten zum Treffen, die Möglichkeiten zu einer Versöhnung. Diese Legung war eine allgemeine Legung. Es besteht aber die Möglichkeit, diese Legung auch buchen. Dann ist es maßgeschnitten, passt genau auf eure Situation. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung 3 Fragezeichen Orakel 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen.
und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselbe Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.